Ihr seid im falschen Lager gelandet. Ihr seht aus wie ein Krieger, aber wir haben schon genug Blaster. Wenn ihr Arbeit sucht, solltet ihr abreisen. Wir brauchen hier keine Konkurrenz, verstanden? Und wenn schon, sie betteln doch förmlich darum. Ihr habt sie gesehen, oder nicht? Sie sind schwach. Ihr hört euch an wie ein verdammter Jedi. Ich meine nicht ihre Waffen, ich meine ihren Charakter. Die machen immer andere für ihre Probleme verantwortlich. Die Galaxis hat ihnen übel mitgespielt. Sie sollten sich anpassen. Die Administratorin ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Das ist nur irgendein Raumhafen. Wir sind schon viel zu lange hier. Und die Siedler... Wenn ich daran denke, dass wir für solche Gitzka Kriege geführt haben, sie tun nichts, um ihre Lage zu ändern und sie haben keine Ahnung von Verantwortung. Sie sind allein. Sie sollten aufhören zu jammern und anfangen zu arbeiten. Sonst kommen schwere Zeiten auf sie zu. Wir müssen irgendwo leben, das wollen die Siedler nicht verstehen. Diese verdammte Administratorin und ihr Karthund Zeron sollen sich aus unseren Angelegenheiten raushalten. So laufen die Dinge, aber das begreifen sie nicht. Aber sie werden es schon lernen. Sorgt einfach dafür, dass die Siedler wissen, wo sie hingehören. Die Republik schickt sicher niemanden, um diesem Planeten zu helfen. Sie hat Mumm, aber sie konzentriert sich offenbar nur darauf, uns von hier zu vertreiben. Terena muss begreifen, dass wir nicht gehen. Wir müssen irgendwo leben, das wollen die Siedler nicht verstehen. Diese verdammte Administratorin und ihr Karthund Zeron sollen sich aus unseren Angelegenheiten raushalten. So laufen die Dinge, aber das begreifen sie nicht. Aber sie werden es schon lernen. Ich habe Zeit zu töten, aber über Dantooine zu reden langweilt mich. Die meisten von uns sind Veteranen aus dem Jedi-Bürgerkrieg. Einige haben sogar in den Mandalorianischen Kriegen gekämpft. Viele Soldaten sind jetzt heimatlos. Die wirklich Guten kommen früher oder später alle hierher. Er heißt Askull. Während des Bürgerkrieges war er einer von Malaks Elitetruppern. Der Mann weiß, wie man Kriege führt. Wir lenken uns ab. Viele von uns machen merkwürdige Arbeiten. Es gibt viel mehr Söldner, als ihr hier auf Dantooine seht. Wir breiten uns aus. Wir haben im Auftrag der Republik ein paar Dinge im Outer Rim erledigt. Aber als sich die Republik zurückzog, sind wir auf der Strecke geblieben. Heutzutage vergibt die Republik keine Aufträge, hat angeblich kein Geld mehr. Man versucht nur über die Runden zu kommen. Zumindest gibt es noch Leute in der Galaxis, die um unseren Wert wissen. Es ist keine glanzvolle Tätigkeit. Aber ein Mann braucht etwas zu beißen, oder? Hier riecht's, als hätten wir einen Schrottsammler im Lager. Verschwinde, Schlammfresser! Ich sag's nur einmal! Ganz ruhig, Nelek. Wenn du dich austoben willst, gibt es bessere Methoden. Ich brauche keine Hilfe, um einen Schlammfresser umzulegen. Ja, genau, mit dir rede ich. Was? Ich bin ein Veteran des Jedi-Bürgerkriegs. Ich habe jede Menge republikanische Soldaten erledigt. Du bist so gut wie tot. Hier ist meine Waffe.
Jetzt reiz mir aber. Ich mach dich kalt, Fremdling. Ihr seid wohl nicht hier, um uns anzuheuern. Unser letzter bezahlter Auftrag ist lange her und wir werden ungeduldig. Wer fehlt? Da fehlt doch jemand. Joran ist weg. Wo ist Joran? Dieser verfluchte Karthund. Er hat den Rucksack. Hat jemand was aus dem Raum mitgenommen? Irgendjemand? Was willst du denn? Der Blödmann denkt, er kann uns rumkommandieren. Pass bloß auf, wir sind schon ein bisschen länger hier. Wer die Regeln nicht respektiert, kann schon mal einen kleinen Unfall haben. Ich sehe nur frisches Lake-Rack-Futter. Leg dich lieber nicht mit uns an. Du würdest untergehen. Das reicht. Angriff! Eine Herausforderung. Lasst uns trainieren. Seid bereit. Ich werde sie durch die Schlacht ehren.
Ist da draußen jemand? Hilfe! Hier sind überall Lagrags. Helft mir! Ich bin hier eingeschlossen. Ja, der bin ich. Ich habe die Tür hier abgesperrt. Ich dachte schon, ich ende als Lagrag-Menü. Habt ihr sie erledigt, Fremder? Dann müsst ihr ein verdammt guter Blasterschütze sein. Moment, ich habe die Tür ein bisschen verklemmt. Geht bloß nicht weg. Danke für die Rettung. Ich dachte schon, die Lagrags würden mich fressen. Wovon redet ihr? Ich gebe euch gar nichts. Dieser Mann hat nichts getan, was eine drakonische Strafe rechtfertigen würde. Ihr seid nicht besser als Tepale. Herausforderung. Sie waren keine Bedrohung für uns und wollten uns nichts Böses. Ich verstehe nicht, warum wir angegriffen haben. Ich habe schon gekämpft, um mich zu verteidigen oder im Krieg, aber noch nie so. Den Ichani wird gelehrt, auf jeden Kampf vorbereitet zu sein, jederzeit. Wir sind in der Lage, Kämpfe vorherzusehen, große Kämpfe schon viele Stunden vorher. Die wahren Ichani, die größten unserer Lehrer, können den Verlauf von Kriegen und Schlachten angeblich Jahre im Voraus prophezeien. Auf diesen Angriff war ich nicht vorbereitet. Und doch bin ich euch in den Kampf gefolgt. Das ist ungewohnt für mich. Auch ich habe es gespürt, mein Lord. Eine Störung in der Macht. Es ließ sich nicht leicht erkennen, mein Lord. Zuerst war es so leise, dass ich es nicht bemerkte. Aber jetzt frage ich mich, ob es nicht schon immer da war. Ob ich es nur vorher nicht hören konnte. Das Geräusch hat sich langsam aufgebaut. Aber wenn man darauf achtet, hört man es selbst im Rauschen des Universums. Denkt ihr, es ist eine Bedrohung? Ihr seid die Dunkelheit, in der alles Leben stirbt, mein Lord. Alles Leben existiert, um eure Macht zu nähren. Und mein Leben? Es gehört euch. Ich flehe euch an. Bitte lasst mich sterben. Ja, diese Störung
schwingt in der Macht nach. Ich kann sie zu ihrem Ursprung verfolgen und sie zu euch bringen. Ich breche sofort auf, mein Lord. Eine Herausforderung. Konzentriert euch.
Ich bringe diesen Feind zum Schweigen. Stirb! Oh.
Das wird uns nicht lang. Ich höre. Ugh.